Hallo Leute. Heute präsentiere ich euch die Rocky Horror Picture Show. Es ist kein Horrorfilm, aber er passt trotzdem gut in diese dunkle Jahreszeit, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Es ist, ja. Worum geht es in diesem Film? Es geht um das Paar Brad und Janet, die sich nach einer Hochzeit direkt verloben, weil Janet fängt den Brautstrauß und ihr wisst ja, was das heißt. Also denkt sich Brad, er ist halt so in sie verliebt, dass er gleich dort mit ihr einen Antrag macht. Daraufhin wollen die beiden einen Freund bzw. einen Lehrer besuchen, in deren Klasse sie sich kennengelernt haben. Auf dem Weg dorthin haben sie leider eine Reifenpanne, sind dort mitten in nichts gestrandet, finden aber mitten im Sturm ein Haus, wo scheinbar gerade eine Party stattfindet. Sie werden von dem Butler reingelassen, wo auf einmal, ja, sie einen sehr exzentrischen Herren oder eine Dame, einen Transvestiten kennenlernen, der ihnen leider nicht, wie sie wo einfach nur wollen, das Telefon zeigt, sondern ihnen zeigt an, was er so arbeitet. Er macht sich einen eigenen Mann, will er sich basteln und sie werden damit reingezogen. Können sie diesem Haus entkommen? Das erfahrt ihr in der Rocky Horror Picture Show. Ja, es ist ein Musical. Ein Horror-Musical, wobei Horror ist da jetzt nicht wirklich drin. Es basiert auf Frankenstein mit Frankenfurter, wie Tim Currys Charakter hier heißt. Ja, er ist aus dem Jahr 1975 in den USA erschienen und dann 1977 nach Deutschland gekommen. Genre war Horror-Musical, hat eine Länge von 100 Minuten, also geht sehr schnell vorbei. Hat eine FSK von 12. Das Budget war echt klein mit 1,4 Millionen Dollar. Das IMDb-Rating ist 7,4, also schon etwas höher für das, was ich so mache. Und er streamt sogar auf Disney Plus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber scheinbar hat Disney die Rechte für diesen Film. Auf jeden Fall die Intro-Credits, die sind 6 Minuten lang. Mit dem Lied Rocky, mit Science Fiction Picture Show, was echt lang ist, das solltet ihr vorher wissen. Er hat eine hohe Songdichte, also fast in jeder Szene kommt ein Song vor. Also es geht Song auf Song, nur kürzere Dialogszenen dazwischen. Also zack, zack, zack. Die Zeit geht auch bei diesem Film sehr schnell herum, sehr schnell zu Ende. Es ist ein Kultfilm geworden, der halt immer noch sogar teilweise in Kinos aufgeführt werden, mit wo sich die Zuschauer verkleiden und sogar mitmachen. Parodiert stark halt Frankenstein. Kinodebüt von Tim Curry. Also es ist der erste Film von Tim Curry. Und hier will auch noch was dazu sagen. Willst du noch was dazu sagen? Hm, nicht? Okay. Ja, gefilmt wurde in England. Und ja, das Set war sehr kalt. Es gab nur einen beheizten Raum, der leider dann auch irgendwann Feuer gefangen hat. Hey, was soll das denn jetzt? Sabotage! Jetzt wird hier sabotiert. Und das lassen wir ausnahmsweise mal drin. Ja, dann bleibst du eben hier. Ja. Susan Sarandon, die Hauptdarstellerin, hat sich dabei auch eine Erkältung geholt. Ich hoffe, du bist jetzt nicht so laut hier mit deinem Geschnurre. Der legendäre Song der Time Warp war auch ursprünglich gar nicht in diesem Film. Der Film war eigentlich viel kürzer, aber der Film wurde dann eingeführt, damit der Film halt länger wird. Und ist natürlich auch der Film, der Song, den man mit diesem Film in Verbindung bringt. Und ja, also Tim Curry. Currys Charakter ist halt auch immer sehenswert in diesem Film, er ist halt total drüber. Und wenn ihr auf Musical steht, ist das absolut ein Film für euch. Vor allem für diese Jahreszeiten. Er ist halt ein bisschen düster, aber
keinerlei, also Horror ist jetzt nicht wirklich, sondern es ist eine Todesszene drinne durchaus, aber die ist auch nicht wirklich gezeigt. Also wenn ihr auf Musical steht, die auch so ein bisschen obskurer sind, weil er ist zwar ein Kultfilm, aber es kennt ihn auch nicht jeder, solltet ihr euch diesen Film durchaus mal antun. Er ist auf Disney Plus, wenn ihr Disney Plus sowieso schon habt, einfach mal anmachen für einen schönen Oktoberabend. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag noch und tschüss. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird. They're probably foreigners with ways different than our own. It's fabulously freaky. It's a trip to transsexual Transylvania. I'm just a sweet transvestite. The Rocky Horror Picture Show. I'm transsexual Transylvania. The story is strange. But tonight is the night that my beautiful creature is destined to be born! The songs are super. Science fiction. The scenery is smashing. The cast is completely crazy. The Junior Chamber of Commerce, Brad. There's a mad scientist named Frank N. Furter. Come up to the lab and see what's on the slab. And Rocky, his incredible creature. He was in with a bad crowd, but it was worse than I imagined. A sinister servant named Riff Raff. I remember doing the time warp. And Brad and Janet. My name's Brad Majors. Just a couple of clean-cut kids. This is my fiance, Janet Weiss. Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Eddie. Magenta. When shall we report to Transylvania, huh? Columbia. Dr. Scott. Great Scott! So give yourself over to absolute pleasure. See the Rocky Horror Picture Show. I'm escaping to the one place that hasn't been corrupted by capitalism. Space!